Auch dieses Gefährder, das war ja damals schon eine interessante Kategorie, als das eingeführt wurde. Ich meine, Gefährder, das unterstellt der Staat Menschen, dass sie was wahrscheinlich vorhaben könnten, ohne da Beweise vorzuhaben. Also da hat man ja auch schon gesehen, dass der Rechtsstaat nach und nach erodiert ist, also schon in den letzten Jahrzehnten. Du sagst es. Und tatsächlich blicke ich auch ich jetzt natürlich nach der Zeit skeptisch auf das zurück, was ich da getan habe. Ne? Man muss man jetzt ganz vieles differenzieren. Ich bin nicht gegen Abschiebung, das muss ich grundsätzlich sagen. Ich bin nicht für offene Grenzen, ich bin nicht für alle rein und jeder darf bleiben. Dickes, dickes Aber. Das ganze Rechtsinstitut des Gefährders, diese ganze Unterstellungslogik, so nach dem Motto, der Staat behauptet erstmal, du bist und du musst dann das Gegenteil beweisen. Da bin ich natürlich aus naheliegenden Gründen mittlerweile extrem skeptisch und halte es für, weil ich selbst wirklich erlebt habe, in erster Hand, wie das so ist, ja. Und es bleibt natürlich auch immer ein Restzweifel. Weißt du, ob ich nicht doch irgendein Wahnsinniger bin, der heimlich eine Bombe baut? Du kannst es ja gar nicht wissen, ja. Und mit diesem Zweifel arbeitet ja auch so ein Vorwurf. Diese ganze Controlled Opposition, wer arbeitet hier für den Verfassungsschutz nochmal? Das geht ja auch im Widerstand rum, nicht? Es gibt pausenlos Unterstellungen, hat vielleicht auch mal, oder der Brandenburg, vielleicht tut er nur so. Warum ist der Brandenburg noch nicht verhaftet? Vielleicht ist er ja selber für den Verfassungsschutz tätig. Also es wird ja durch diese pausenlose Streuung von irgendwelchen Charakterdefiziten, die da behauptet werden und Geraune über irgendwelche Hintergründe, wird natürlich immer Misstrauen gesät. Und das verfängt. Und auch ich muss mich rückblickend wirklich fragen, mein Misstrauen diesem Staat gegenüber ist so weit, dass ich mich frage, wen haben wir da damals abgeschoben? Ja, wer war das? Vielleicht waren das harmlose, arme Schweine, die einfach nur mal Pech hatten und irgendwie auf die ungünstige Seite dieses Staates kamen. Das Problem ist, dass so ein ganzes Gemeinwesen, so ein Staat kann ja nicht funktionieren, ohne die gutmütige Unterstellung der Bürger, dass die sich wenigstens bemühen, vernünftig zu arbeiten, ja, und wenigstens versuchen, das rechtsstaatlich zu machen. Bei mir ist dieses Vertrauen weg, muss ich ehrlich sagen. Ja, bei diesem Gefährderbegriff, das ist ja interessant, das hat man ja im Zuge dieses War on Terror eingeführt gegen den islamistischen Terrorismus. Und das ist ein sehr interessantes Schema. Man führt das zuerst bei einer Gruppe ein, bei radikalen Islamisten, wo jeder sagt, okay, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und dann weitet man das, wenn man es brauchen kann, aus. Ja, so ist es. Genau so ist es. Ja, so hat's ja, so funktioniert ja im Prinzip auch diese Ukraine jetzt Israel-Nummer, nicht? Also die gute Seite und die böse Seite. Und das, also es durchbricht eben eine Form der Auflösung der tradierten demokratischen und vor allem rechtsstaatlichen Grundsätze. Ja, eigentlich ist es eine Auflösung der Gewaltenteilung. Denn was schafft dieser Gefährderbegriff? Er schafft ja plötzlich eine neue Kompetenz für die Exekutive, die früher unter Vorbehalt der Judikative bestand. Nun ist in Deutschland die Judikative sowieso ein Witz. Also, liebe Richter da draußen, ihr seid Schlappschwänze und Rechtsbeuger. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt ja kaum deutsche Richter, die so viel Arsch in der Hose haben, abstruse Strafbefehle nicht zu unterschreiben, irgendwelche obszönen Durchsuchungsbeschlüsse abprallen zu lassen. Gibt es kaum. Die exekutieren, was ist. Aber mit solchen Begriffen, wie du gerade sagst, ja, mit solchen vorrechtlichen, mit solchen vorgerichtlichen Dingen, wird ja Ermessensspielraum auf die Behördenseite, auf die Beamtenseite, also zu Nancy Faeser geschoben, ja, und in Eingriff. Ein härtester Eingriff ins Leben damit ermöglicht. Und das ist eine Riesenkatastrophe. Ja, wir sind ja mittlerweile im Bereich hier staatsgefährdende Delegitimierung. Und was forderte jetzt Frau Badenberg oder wie sie heißt, nicht? Die Berliner Justizsenatorin, die als AfD-Jägerin vom Verfassungsschutz kam, vom Bundesamt, die ist jetzt in Berlin Justizsenatorin und fordert jetzt, Desinformation unter Strafe zu stellen. Also unser Video hier muss an per se strafbar werden.